Hallo und herzlich willkommen zurück, Nephalem, hier in Neutristram mit meinem Hexendoktor Klick und wir wollen auch gar nicht lange rumlabern und direkt ins nächste Rift reinspringen, weil wir haben ja noch ein bisschen was vor, weil wir wollen ja gerne, dass der Hexendoktor ein bisschen stärker wird. Wobei, jetzt habe ich Birne natürlich völlig vergessen. Deswegen gehe ich auch direkt mal zurück nach Neutristram. Jetzt habe ich Birne ja vergessen. Ich habe doch... Nein, geh weg. Ich habe doch gerade diesen... Beziehungsweise, was heißt gerade? Ich habe doch diesen Ring des königlichen Prunks gefunden. Oh, ich sehe gerade, der hat gar keinen Sockel. Der hat gar keinen Sockel. Ja. Nee, das ist mir jetzt zu heikel. Da muss ich nochmal drüber nachdenken, ob ich den dann haben will oder nicht. Ja, dann kann ich ja hier direkt wieder ins Portal reinhüpfen. Das war ja klug. Oder schön. Es macht also auf jeden Fall Sinn, wieder in Akt 1 Kopfgelder zu machen. Weil man so wieder diesen Ring finden kann in eventuell uralt. Und dann auch eventuell mal mit Sockel. Wieso überleben die so lange? Was ist hier los? Gut, jetzt mache ich hier auf jeden Fall noch ein paar Rifts. Werde dann in öffentliche Spiele reingehen und Drifts machen. Und werde dann mit den Blutsplittern mein Glück versuchen. Und gucken, ob ich vielleicht eventuell diesen beschissenen Dolchfall finde. Weil durch bloßes Spielen kriege ich ihn ja irgendwie nicht. Also noch nicht. Vielleicht bin ich auch einfach zu ungeduldig, aber... Würde mich auch nicht wundern, wenn ich den... Würde mich auch nicht wundern, wenn ich den schon mal gefunden habe. Und zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, wie toll das Ding ist und es einfach zerstört habe. Manchmal wünschte ich, ich hätte mehr Insider oder überhaupt mehr Wissen von diesem Spiel. Ich bin einfach zu dumm. Ich habe dort Nacharbeitungsbedarf. Damit ich demnächst nicht mehr so geile Items einfach wegwerfe. Oh Gott, bin ich müde heute. Aha, habe ich schon, tralala. Vielleicht ist es besser. Bitte sei besser. Das ist schon mal besser. Intelligenz ist weniger, Vitalität ist besser. Kritische Trefferchance ist ein bisschen kleiner. Erhöht den Schaden der Fetischarmee. Ist ein bisschen kleiner. Aber enthält einen Sockel. Wie viel Intelligenz kann das Ding haben? Das ist jetzt natürlich die Frage. Soll ich die kritische Trefferchance, die paar Prozent da, ignorieren und versuchen, mehr Intelligenz rauszuholen? Ich denke nicht. Naja. Lalalala. Die sind ja schon ein bisschen... Ich brauche mehr Zeit. ...bisschen lustig manchmal. Au, au.
weil die einfach mich fast umbringen. Die wollen mich alle tot sehen. Warum nur? Ich bin doch so ein nettes Kerlchen. So ein nettes Kerlchen bin ich doch. Oder nicht? Oh Gott. Nein, nein, nein. Ich bin auch nicht bereit. Ich brauche Mana. Das ist manchmal schon ein bisschen gemein. Wenn die einem durch so ein Tor auf die Fresse hauen und man dann stirbt. Wegen nichts und wieder nichts. Warum sammle ich den ganzen blauen Klüngel mit ein? Ganz einfach, ich habe nicht mehr genug Crafting-Material. Und da kann ich halt auch den ganzen Krams, den ich hier finde, einsammeln und zerlegen. Beim Schmied. Voll der Öko, der Schmied. So. Geht's hier auch irgendwo weiter? So, ihr kriegt auch noch alle auf die Mütze. Also ich finde ganz, also ich persönlich finde, dass das Bild, was ich jetzt gerade spiele, diese Feuerfetisch oder so, der läuft schon echt ganz gut. Ich komme zwar in den Greater Rifts, also in den Grifts, nicht wirklich weit. Also alleine nicht. Da ist irgendwie bei, boah, ich glaube bei 40 ist Feierabend, also definitiv Feierabend. Jetzt hätte ich fast mein Greenscreen umgeworfen. Das wäre ja lustig geworden. Schon wieder eine Aufnahme kaputt. Dann. Noch mehr Zeit. Diese Kreatur wird sterben. So, das ging ja schnell. Ich bin zum Glück heute überhaupt nicht müde. Ich brauche mehr Zeit. Das ist einfach die Uhrzeit. Ich werde um diese Uhrzeit immer müde. Und keiner weiß warum. Gut, aber ich war ja auch gerade schon in Dortmund. Braucht mehr Zeit. Ja, braucht mehr Zeit. Mach mal hier fertig, mach mal. Ich hasse diese ganzen verzweigten Gänge. Da weiß man immer nie, wo es weitergeht. Da läuft man eine halbe Stunde rum und dann irgendwann stellt man fest, dass der Weg, in den man hätte gehen müssen, direkt am Eingang war. Der kann aber nur noch hier oben sein oder da oder hier. Au.
Ja, wie wär's mal mit sterben? Mädels. Da bin ich mal kurz weggenickt. Mein Gott. Oh, Leute. Achso, ja, na klar, ohne Fetische wird das natürlich nichts. Die habe ich aus meinem SM-Keller habe ich die rausgelassen. Damit sie mir helfen können. Dann werden sie heute Abend mal nicht misshandelt. Die kleinen Fetische. Oder? Doch. Oh, hier ist gar nichts mehr. Ja. Schon wieder eingeknickt. Noch nicht bereit. Oh, eine prächtige Truhe. So. Hier kommt euer Tod. Gut. Noch nicht bereit. Boah, bloß da rein, ey. Ach, scheiße, schon wieder so ein... Oh. Welche Kreatur? Hier kommt euer Tod. Der Portalwächter ist angekommen. Gut. Ich brauche mehr Zeit. Einen Ring, schön. Was haben wir denn jetzt hier alles? Dann wir den Scheiß auch noch ein und machen das auf. So, was denn das für ein... Jetzt gehe ich erstmal zurück ins Dorf. Ich kehre in die Stadt zurück. So, hier noch. So. Gut, als erstes mal ihn anquatschen. Blablabla. So, was haben wir denn jetzt hier alles erbeutet? Erstmal den ganzen gelben Scheiß weg. Den ganzen blauen Scheiß weg. Und dann habe ich ja da so einen lustigen Ring. Sieht aus wie dieser für den Hund. Tatsächlich. Den habe ich jetzt auch zum zweiten Mal gefunden. Habe ich vorher auch nie gefunden. Den habe ich noch gesucht. Nie gekriegt. Den hebe ich jetzt aus diesem Grunde auch mal auf. Was war denn, was war mit dem nochmal? Da war die kritische Trefferchance zu niedrig. Der Schaden von Fetischarmee ist zu niedrig. Und Intelligenz ist zu niedrig. Das heißt,
Ich heb's mal auf, aber wird höchstwahrscheinlich wegkommen. Den hebe ich auch mal auf. Den vergleiche ich mit dem anderen Ring und den besseren behalte ich. Hallo? Das muss da noch rein. Und das. So, und damit haben wir auch schon 531 Blutsplitter. Das heißt noch ein Run oder so und oder zwei und dann kann ich gambeln. So, das war's jetzt also erstmal für den Run und wir sehen uns dann im nächsten Run. Danke fürs Einschalten.